Willkommen, liebe Leute, zu einer Kurzanalyse zum gestrigen Spiel Wuppertaler SV gegen unseren RWE. Wie ihr vielleicht meinen Augen entnehmen könnt, habe ich ziemlich wenig geschlafen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ja, ich habe mich im Stadion selber, weil ich auch im Stadion war am Zoo, nicht wirklich aufgeregt. Ich habe auch irgendwie nichts anderes erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Vom Faninteresse her war es auch so, ja, wir fahren da mal hin, gucken wir mal, nehmen wir mal mit, nehmen wir das Finale mit oder nehmen wir nicht mit. Ja, also so, ich glaube, da sind wir alle in irgendeiner Form schuldig. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben alle so gedacht, ach ja, ich fahre mal zur Hafenstraße, kaufe mir Karten für Lotte, wenn wir gegen Rödinghausen spielen, aber Wuppertal, ja, muss jetzt nicht sein. Unter der Woche ist okay. Und so hat auch unsere Mannschaft gespielt. Und was unsere Mannschaft dort am gestrigen Tag gemacht hat, also es wird für mich immer klarer und das muss auch ganz eindeutig so gesagt sein, diese Mannschaft spielt gegen diesen Trainer. Diese Mannschaft spielt nicht für diesen Trainer. Und wenn man mal ganz interessanterweise, ich weiß, nicht alle von euch haben ein WAZ Plus Abo. Aber wenn man sich mal das Interview von dem Herrn Davari angeguckt hat, ja, der Herr Davari ist jetzt kein Profi gewesen und hätte auch bis zum Ende der Saison durchziehen müssen, das ist richtig, korrekt. Es ist auch richtig, dass der Herr Golz ins Tor gekommen ist, weil er der bessere Torwart ist, das ist auch richtig. Aber der Herr Neidhardt hat ihn öffentlich verteidigt und hat ihn dann eine Woche später, oder lass es anderthalb Wochen später gewesen sein, abgestochen. Und wie ich es prophezeit habe, hat der Herr Davari jetzt ein Interview gegeben bei der WAZ. Und dort wird auch mal ein bisschen was preisgegeben von unserem Innenleben, wie es in der Mannschaft aussieht. Weil er erzählt aus dem Nähkästchen, dass im Winter einige Spieler, sehr viele Spieler, wollten, dass Dennis Grote zurückkommt. Er spricht aus dem Nähkästchen, dass viele sich für ihn auch ausgesprochen haben, also für den Herrn Davari ausgesprochen haben. Jetzt stelle ich mal eine ganz, ganz steile These in den Raum. Eine reine Spekulation. Ich habe dafür keinerlei Informationen. Kann es vielleicht sein, dass der Erolend Krasniqi und der Alonso, die bei uns nicht spielen, vielleicht auf der Seite von Herrn Davari waren? Weil anders ist für mich das nicht zu erklären, wie dieser Trainer einen Slatko Janjic einwechselt. Menschlich ein super Typ, der Slatko Janjic, lasse ich gar nichts drauf kommen. Er zündet bei uns aber gar nicht. Er zündet bei uns nicht. Wieso setzt man dann auf ihn und stellt ihn als Elfer auf? Warum? Ich möchte nur daran erinnern, Slatko Janjic hat im Dezember gegen den Bonner SC beim 6:1 das allererste Mal unter Neidhardt unter einer anderen Position gespielt und hat das beste Spiel unter uns gemacht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und für mich, ganz kurz, jetzt braucht keiner sagen, hier zwei Spiele vor Ende brauchen wir hier niemanden mehr rausschmeißen. Lieber Herr Neidhardt, Sie sind Fußballlehrer. Fußball und Lehrer. Das bedeutet, ich bitte Sie, Sie werden doch wohl in der Lage sein, Sie werden doch wohl in der Lage sein, ein anderes System zu spielen, eine Offensividee zu entwickeln. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt in den letzten beiden Spielen. Aber interessanterweise kommen Sie auch Ihrer Lehrertätigkeit nicht nach. Sie erreichen diese Mannschaft nicht mehr. Sie stehen, sitzen auf einer Pressekonferenz und sagen, ich weiß auch nicht, was da los war. Das würde ich die Jungs auch gerne fragen. Erreichen Sie diese Mannschaft noch? Und wir müssen uns von einem Trainer von Wuppertal anhören, ja, das ist brutal, so, das tut mir echt leid für euch. Jetzt kriegen wir noch Mitleid, Mitleid vom Wuppertaler SV. Wo sind wir eigentlich gelandet? Und ich möchte es zusammenfassend einfach klipp und klar sagen.
Wir haben jetzt zwei Spiele. Herr Neidhardt, Sie haben die Möglichkeit, uns Fans in diesen zwei Spielen uns die Saison zu retten. Entweder erreichen Sie die Mannschaft und Sie überlegen sich was, um Rödinghausen zu überraschen und Aalen zu überraschen, und wir machen mal eine Kerze an und hoffen, dass Wiedenbrück uns den Gefallen tut. Ansonsten, Sie haben ja Ihr schönes Interview schon gegeben. Sie wären dann gescheitert nach der Saison, wenn Sie nicht aufsteigen. Dann packen Sie bitte Ihre Sachen danach und dann ist gut. Punkt.